drin? Ich glaube, das heißt was anderes. Ist doch eine Routenbeschreibung. Was hast du denn für ein Navi, Hadjana? Anfang. Boah. Ihr seid näher dran. Zweistromreich hat diesen Haken nicht im Symbol. Der Strom. Hat diesen Haken nicht im Symbol der Strom bedeutet. Ja. Nee. Ihr seid wahrscheinlich ein bisschen mehr Abstand als ich. Ich keine Ahnung. Ich bin viel zu nah an diesem Projekt. Und ich werde das für YouTube schneiden, ganz bestimmt. Zweistromreich hat diesen Haken. Und Zweistromreich ist doch unten schon im ein. Ja, nee, Zweistromreich ist hier. Schau, wenn ich das anklicke, es sind beides die gleichen Symbole. Falls du das meinst. Es sind die gleichen. Nee, Entfernung oder sowas. Was? Was? Wir sind ja immer noch bei diesem hier. Könnte. Warte mal, der Kreis bedeutet Sonne. Das Kreuz links bedeutet Anfang, das Kreuz rechts bedeutet Untergang, also Sonnenaufgang und Untergang. Ich bin am Überlegen, ganz kurz, der Tag müsste es sein, der Tag? Ah, okay. Ich halte es nicht mehr aus, schreibe dir den Satz auf und schau dir die Karte an. Denke um die Ecke, jetzt banne ich mich selber. Es ist alles okay, Hadjana. Ich kann dir versprechen, auch dann werde ich es nicht raffen. Das Symbol vom Foto oben. Oh Gott, ihr seid, Mann, was? Soll ich jetzt, ganz ruhig. Einmal ganz kurz, wir haben kurz einen Delay. Ich brauche nur eine Antwort. Soll ich jetzt für dieses Symbol, was hier oben leuchtet, den Tag einsetzen? Oder lieber das Ende? Ich warte bis jetzt, also Reise, Sonnenstadt. Das ergibt doch. Oh, nein, 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 nein. Bei Zweistromigkeit. Bei Zweistromigkeit reich. Beides nicht. Das ist, oh Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Okay, bei Zweistromigkeit reich. Es tut mir leid, ey, das kann. Hab ich denn reich zur Verfügung? Nein, Tag. Okay, okay. Also hier. Hier. Anfang Sonnenstag Reise. Ein Tag aus. Bei den Leuchtenden eine Zahl. Bei Zwanschröcheln ein Kern. Oh Leute, es tut mir so leid. Ich verstehe es gerade.
Ich fühle mich gerade wie bei einer Abschlussprüfung. Und ich habe gelernt. Und ich sehe diese Zeichen und habe alles vergessen. Alles. Okay. Okay, wir haben eine Zahl. Ich schreibe es mir jetzt mal auf. Also, ich würde es trotzdem nicht verstehen. Schmeiß deine Grammatik einfach mal weg. Es geht doch nicht. Es geht doch nicht. Dann machen wir einen Strich. Tag. Und den untersten schreibe ich mir auch gleich auf. Und dann werde ich es versauen. Dann steht ihr irgendwann alle vor meiner Tür. Oder unfollowt mir, weil ihr dann feststellt, nö, das mit dem Mädel, die kriegt ja noch nicht mal einen neuen, für 9 Jahre alten Leute da so ein. Oh Gott. Siehst du, meine Grammatik lasse ich, verliere ich schon. Ich krieg es noch nicht mal hin, einen Satz zu bilden. So viel Fuß. Ich gucke jetzt auf die Karte. Wir gehen jetzt hier raus. Und ich bin immer noch dafür, wir sollten TNT nehmen. Aber so. Anfang Sonnenstadt. Wenn der Buchstabe dem in Genens Übersetzung entsprach, musste hier die Sonnenstadt liegen. Dann reisen wir hier rüber zu dem nach Osten. Wir reisen, fangen an in der Sonnenstadt. Reisen dann bla 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 Tage in den Osten. Wenn die Buchstaben denen in Genens Übersetzung entsprachen, musste dies das Bergreich sein. Osten, Fluss, bla bla bla. Reise, aufsteigende Stadt. Wenn dieser Buchstabe dem in Genens Übersetzung entsprach, dann lag Ach, hier, der hat sich wenn vertan. dieser Buchstabe, Nein. wenn der Buchstabe. Aufsteigende Stadt. Reise auf 3 Tage. Wir müssen über den. Der Vulkan ist die Quelle. Wenn dieser Buchstabe dem in Genens Übersetzung entsprach, dann lag hier das Zweistromreich. Anfang Sonnenstadt Reisezahl, genau, das ist die Reisezeit. Tag Ostenfluss. Übersetzt heißt das, der Anfang ist die Sonnenstadt. Reise so und so viele Tage nach Osten an den Fluss. Genau, also so würde ich es jetzt auch sagen. Dann haben wir dann die Reise in der Wenn aufsteigenden. die Nein, Reise in der wenn aufsteigenden. die Wir spielen Baphomets Fluch seit 5,5 Stunden. Und ich weine. Ich bin am Verzweifeln. Und dieses Spiel tut meinem Selbstbewusstsein überhaupt nicht gut. Nein, tut es nicht. Okay, aber der zweite Satz. Reise, aufsteigende Stadt. 3 Tage. Ich glaube, ich habe leider dummerweise nicht komplett die Wörter ausgeschrieben. Aber ich bin der Meinung, es waren 3 Tage. Vulkanquelle. 4. Und hier unten? Wenn der Buchstabe E dem in Genens Übersetzung entsprach, musste hier die aufsteigende Stadt liegen. Aufsteigende Stadt. Aber uns fehlt die Zahl, also klick einfach die Zahlen durch. Natürlich. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht alles nochmal von vorne machen müssen. Was ist E? E war aufsteigende Stadt. Hier, die aufsteigende Stadt. Das erinnert mich an mein Rätsel in Uncharted 3, wo mir nach 45 Minuten das Spiel die Lösung gab.
Ach, das Spiel hat automatisch dir die Lösung gegeben? Ach, krass. Nee. So, wir probieren. Also, wir haben die 3 hier schon und wir haben die 4 schon. Also fangen wir an mit Das war 1. nicht richtig. Du hast überhaupt keine Ahnung. Dann nehmen wir 2. 3 haben wir, 4 haben wir, Die 5. erste Reihe Symbole hatte ich. Langsam ergab das alles einen Sinn. Okay. Dann würde ich sagen, kann das sein, dass das hier falsch ist? Die erste Reihe haben wir. Leute, ihr seid der Hammer. Reise, aufsteigende Stadt, 3 Tage, Vulkan, Quelle, 4 Fluss. Ja, hat wohl gemerkt, dass ich am Durchdrehen war. Bei manchen Spielen wäre das sehr günstig, dass das Spiel einfach irgendwann merkt, so nach einer gewissen Zeit. Ich meine, ich könnte hier die Hilfe drücken. Ja, ich könnte hier die Hilfe drücken, aber wir sind ja kurz vor der Lösung. Wir sind kurz vor der Lösung und ich habe intelligente Leute bei mir, die mein mangelndes Wissen sehr gut kompensieren und sich gut einbringen. Und ich. Okay, Reise. Aufsteigende Stadt. 3 Tage. Vulkan. Irgendwas stimmt hier nicht. Er akzeptiert die unterste Zeile nicht. Warum? Blutausstrom. Hab ich Fluss? Okay, ich bin dann. Also die Reise ist korrekt. Aufsteigende Stadt. Stadt. Sonnen. Gibt es irgendwas noch kann das sein, dass das hier vielleicht. Ah ne, die Sonnenstadt haben wir schon. Schande. Unten die 3 ist falsch. Die 3 kommt unten vor einem anderen Symbol. Okay, die 3. Ja, das habe ich mir dann auch schon gedacht. Aber es muss eine Zahl wieder sein. Also. Nein. Wir haben oben die 5. 2, die 3 hatten wir, die 4 ist schon im 5. 6, 7. Nein. Kann es die 4? Nein. Bei der 4 sind wir sicher, dass das die 4 ist, ne? Also hier. Doch, ja, bei 4. Vier Siege. Oh, ich muss mal den Kuli weg tun. Ich werde hier gerade so hippelig. Vulkan ist es auch nicht. Okay. Ja, es. Es ist. Mal dumm gefragt. Wir haben das L. Nein. Wir haben das L für die 4. Diesen hier für die 2. Dann ist es doch die 6. Bei 4 plus 2 sind 6. Das ist jetzt so meine Vermutung, dass man sagt, hier L4, 2 der und die zusammengefügt ist eine 6. Das heißt, wäre jetzt meine Vermutung, das heißt, irgendwo. Ist hier noch was falsch? Ich habe es fast. Okay. Das heißt, der Tag ist sicher. Also ich bin am Überlegen, ob die aufsteigende F Vulkan. Was ist mit dem Vulkan? Brennend. Genau, das war ja dieses Ding. Brennend. Brennend. Brennend bergreich. Reich. Brennend reich. Reich. Brennend reich. Ergibt Sinn, also 6. Jawohl. Brennend reich. Schwimmen. Reisewochetag Wadi. Was ist Wadi? Wadi ist doch ein Fluss, oder? Brennend. Oh.
Alter, ich fühle mich echt wie damals in der Schule. Das ist gerade so krass. Okay, ich komm drauf. Reiche. Reich, 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 reich. Die zwei Striche ist reich. Das umgekehrte M. Feind, feindesreich, Feind. Feind, 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 Feind. Was gibt es noch für Erde, die brennt, heiß sind? Ja, ey, da hatte ich ja den Vulkan. Da hatte ich ja die Wüste. Aber das kann nicht sein. Weil die Wüste ist ja angenehm warm. Ich komme gleich mit dem Kamel rüber. Kamel, was? Echt? Ist das jetzt so ein Anstoß gewesen? Ich nehme die Ziege. Es ist echt die Wüste? Aber nicht Vulkan. Nee, nee, den Vulkan hatten wir ja vorher. Der passte aber nicht. Ich nehme Telefonjoker. Die Wüste ist nicht angenehm. Natürlich ist die Wüste angenehm warm. Doch das würde passen. Dort ist es heiß. Aber die Wüste, pass auf, Reise zur aufsteigenden Stadt, dauert 6 Tage durch die Wüste. Die Quelle 4 Fuß. Fluss, Fluss, Fu Fluss. Also die Reise zur aufsteigenden Stadt dauert 6 Tage durch die Wüste. Aufsteig. Warte, 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 warte. Warte. Ich habe so dieses. Aber wir hatten aufsteigendes Strom, aufsteigender Strom. Quelle. Ich bin am Überlegen, ob das Wort Quelle vielleicht gegebenenfalls falsch ist. Das wäre jetzt meine Vermutung, weil der Fluss, 4 Fluss. Weil oben der Fluss ist korrekt. Den Fluss können wir abhaken, den haben wir schon im ersten Satz. Die 4, sonst würde gegebenenfalls die 6 nicht übereinstimmen. Und 4 haben wir eindeutig ist korrekt. Also ist die Quelle falsch. Aufsteigender Strom, aussteigender Strom. Könnte das der Vulkan sein? Nein. Aufsteigende Stadt ist auch nicht richtig. Da sind noch mehr Zeichen zu sehen. Ja, ich verstehe. Das heißt eigentlich aufsteigende auf Aufsteigende Stadt gefällt mir auch nicht. War das jetzt falsch, dass ich die Quelle umgeändert habe? Ich ändere sie wieder um. Woher soll ich wissen, wo aufsteigende Stadt ist? Ich brauche eine Richtung. Die aufsteigende Stadt ist unten gewesen. Ich bin davon ausgegangen, wenn ich jetzt die aufsteigende Stadt, siehst du hier, ist E. Das heißt, das ist sozusagen, wenn wir nach dem Alphabet gehen, ganz unten gewesen auf der Karte. Deswegen war meine Vermutung zu sagen, die Reise zur aufsteigenden Stadt dauert 6 Tage durch die Wüste. In der Quelle sind 4 Flüsse. Süden ist es dann. Ah, Reise Süden. Nein, hier, oh, jetzt Panik. Panik, Vorfreude, Vorfreude, zu viel. Süden.
Das ist eine Wegbeschreibung. Beginne in der Sonnenstadt, reise 5 Tage gen Osten zu einem Fluss. Reise Richtung Süden, 6 Tage durch eine Wüste bis zum Ursprung 4 Flüsse.